So, mache ich erstmal das hier. Und zwar gucken wir uns an, was ist denn der Zusammenhang zwischen Entscheidbarkeit und Akzeptanz? Sie hat das eben schon gesagt, ganz kurz. Eigentlich ist die Entscheidbarkeit die etwas schärfere Formulierung. Weil bei Entscheidbarkeit heißt immer, wir halten immer an. Akzeptanz heißt, wir halten nur in bestimmten Fällen an. So, und jetzt stellen wir den Zusammenhang her. Wann wir eine Sprache entscheiden können, wann wir sie akzeptieren können. So, und die Aussage ist, jede entscheidbare Sprache ist akzeptierbar und das Komplement einer entscheidbaren Sprache ist ebenfalls entscheidbar. So, was müssen wir tun, um das zu beweisen? Das will ich mal ganz kurz machen, um nochmal den Umgang mit so Turing-Maschinen so ein bisschen zu darzustellen. Also wir müssen ausgehen von einer entscheidbaren Sprache. Was heißt das? Definition der entscheidbaren Sprache. Ja, eine Sprache ist entscheidbar, falls es eine Turing-Maschine gibt, die L entscheidet. Also nehmen wir uns mal diese Turing-Maschine. So, was wir jetzt machen, wir müssen jetzt eine Turing-Maschine M' nenne ich die mal, eine Turing-Maschine M' konstruieren, die die Sprache jetzt akzeptiert. Akzeptieren heißt, auch das nochmal ganz kurz, akzeptieren heißt, M akzeptiert eine Sprache, ja, wenn jedes Wort der Sprache akzeptiert wird und ein Wort wird akzeptiert, wenn die Maschine anhält. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen aberwitzige Konstruktion. Ja, wir müssen eigentlich was machen, was man ja sonst in der Informatik gar nicht machen möchte. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Maschine M' so arbeitet, dass für die Wörter aus L die Maschine anhält und die Wörter, die nicht in L liegen, da müssen wir eine Endlosschleife laufen. Ja, eigentlich will man sowas ja nicht, aber das ist genau der Akzeptanzbegriff. So, und die Arbeitsweise wird sein wie folgt. Wir wenden zunächst die Maschine M an. Die geht dann ja eigentlich in den Haltezustand. Das hatten wir beim letzten Mal erläutert bei dem Umgang mit Flussdiagrammen. Also wenn ich so Turing-Maschinen hintereinander schalte, ja, dann ist dieser Haltezustand nicht der definierte Haltezustand. Das ist quasi so ein Zwischenhaltezustand, bei dem ich dann weitermache. So, und dann, was machen wir dann? Entscheiden heißt ja, die Maschine produziert sowas. Entweder ja oder sie produziert nein. So, und da müssen wir jetzt einfach nachgucken, was steht denn da? Steht da ein Ja oder steht da ein Nein? Das heißt, wir müssen einen Schritt nach links gehen. So, und wenn da ein N steht, dann produzieren wir eine Endlosschleife. Und wenn da ein Ja steht, dann gehen wir nach rechts und bleiben stehen. So, und schon haben wir die Maschine konstruiert, die wir da brauchen. Ja? Also, M' simuliert die Maschine M. Also bei der Ausgabe Nein, dass das Wort nicht zur Sprache gehört, geht es in eine Endlosschleife. Ansonsten hält sie einfach an. Und was haben wir damit erreicht? Somit, wenn W ein Wort der Sprache ist, ja, genau in den Fällen wird ja ein Ja erzeugt. Genau dann hält bei Eingabe W mit Antwort Ja. Und genau in diesen Fällen M' hält an. Und das ist genau das, was wir haben wollten. Ja, wir haben jetzt aus einer Maschine, die die Sprache entscheidet, haben wir eine Maschine konstruiert, die die Sprache nur akzeptiert. So, also das eine ist erledigt und das ist gar nicht so schwer, ne? Ist eigentlich ganz einfach. Und jetzt das Komplement einer entscheidbaren Sprache ist entscheidbar. Das ist fast genauso trivial. Was müssen wir da machen? Wir haben eine Maschine, die eine Sprache entscheidet und jetzt hätten wir gerne eine, die das Komplement der Sprache entscheidet. Ziehen wir uns nochmal hier runter. Wenn eine Sprache entschieden wird, heißt ja, das kommt raus.
Ich gehe entweder, also ich gehe auf jeden Fall in den Haltezustand. Ich liefere ja, wenn ein Wort in der Sprache drin liegt. Und ich liefere nein, wenn ein Wort nicht in der Sprache drin liegt. Also entscheidbar heißt, wir liefern ein Ja, wenn das Wort in der Sprache drin liegt, und wir liefern ein Nein, wenn das Wort nicht in der Sprache drin liegt. So, was liefert denn also? Das ist, hier machen wir mal M drin, drunter. Ja. Das ist die Maschine, die L entscheidet. Was liefert denn die Maschine oder was muss die Maschine liefern, die L-Komplement entscheidet? Das Gleiche. Im Prinzip ja, wir müssen sozusagen aber nur ein und Ausgabe, oder hier das Ja und das Nein vertauschen. Ne? Also, Entschuldigung, hier muss ja das hin. Das ist ja gerade das Komplement. Ja? Also die liefert uns eigentlich auch die Antwort. Diese Maschine M, die wir da konstruiert haben, liefert uns eigentlich auch die Antwort für das Komplement. Ja, wir müssen nur das Ding hinterher vertauschen. Das heißt, die Maschine, die wir da bauen müssen, sieht fast genauso aus wie eben. Ja, wir wenden erst M an, gehen dann einen Schritt nach links. Ja, und wenn wir da ein Ja haben, dann schreiben wir da ein Nein. Ich mache das mal hier in Hochkommata, dass wir das wirklich das Symbol meinen. Gehen dann einen Schritt nach rechts. Und in dem Fall, wo wir ein N lesen, da schreiben wir ein Ja, gehen nach rechts und sind fertig. Ja, und was passiert da? Ausgehend von der Konfiguration W Strich geht jetzt, und das sei jetzt M Strich, geht über in den Haltezustand und liefert ein Ja, liefert ein Nein. Und zwar ein Ja liefert es jetzt, genau dann, wenn die andere Maschine Nein liefert. Das heißt, wenn W aus L Komplement ist und hier, wenn W aus L ist. Also wir haben sozusagen genau diese beiden Dinge hier vertauscht. Ja. Einmal hier oben, das war die Maschine, die L entscheidet und die entscheidet jetzt L Komplement. Eigentlich auch ganz einfach.